Man kann in der Vorlesung erzählen, Kinders, das und das wird passieren in einem Bürgertermin. Wenn die Leute sowas aber selber mal mitbekommen in Feuer, das ist eine ganz andere Wahrnehmungssituation. Wir haben dieses Projekt MyScore, avatarbasiertes Lehren und Lernen, eingeworben beim Deutschen Akademischen Austauschdienst in einer Finanzierung über den BMBF. Sind Sie jetzt seit ungefähr 2 Jahren dabei. Und das Ziel ist, dass wir ausprobieren, wie man avatarbasiertes Lehren und Lernen nicht nur in das Ingenieurwesen, sondern in verschiedene Disziplinen hineinbekommt. Deshalb haben wir von Anfang an versucht, Kooperationspartner zu finden, unter anderem auch die Bucerius Law School in Hamburg. Im Rahmen der juristischen Ausbildung ist es uns super wichtig, dass wir den Studierenden die Fähigkeiten mitgeben, die sie in 5 bis 10 Jahren in der Arbeitswelt brauchen. Und da sehen wir eben, dass das zunehmend interdisziplinäre Aufgaben sein werden und dass da nochmal ein anderes Skillset notwendig ist als ein rein dogmatisches juristisches Grundlagenkenntnis. Das sind vor allem Fähigkeiten im Bereich der kommunikativen Art und da ist das Projekt mit der RWTH eben ideal gewesen. Es gibt hybride Ansätze wie digitales Lernen und analoges Lernen, also mit Präsenz. Wir wollen mit unserem VR-Ansatz dementsprechend in der Mitte ansetzen und sagen, wir wollen nichts ersetzen, wir wollen ergänzen. Was ist der wesentliche Vorteil von VR gegenüber zum Beispiel den jetzt bekannten Videokonferenzsystemen? Es ist nicht 2D, es ist nicht flach, sondern es ist eine 3D-Umgebung. Also es war echt spannend, die Brille aufzuhaben. Es war echt beeindruckend, dass man gar nichts mehr gesehen hat. Also nicht wie beim Fernglas, dass man eben von weiter weg da durchgeguckt hat, sondern man war wirklich in einem Raum. Was dann ein bisschen schwierig für uns alle war, ist, dass uns ziemlich schnell schlecht geworden ist. Also ich glaube, das war tatsächlich einer der größten Problempunkte für uns. Es gibt die Möglichkeit zu laufen in VR, was halt zu Motion Sickness führen kann, also zu einem Gleichgewichtsdiskrepanz mit dem Gleichgewichtsorgan und dem, was man sieht. Unsere Aufgabe war, ein bestehendes Hochwasserrückhaltebecken zu erweitern. Und dafür hatten wir eben verschiedene Grundstücke zur Auswahl, die wir dann an rechtlichen und technischen Voraussetzungen bewertet haben. Dann wurde auch schnell klar, dass die Anwälte andere Vorgehensweisen, andere Lösungsvorschläge bevorzugen als die Ingenieure. Und dann haben wir am Anfang erstmal uns ausgetauscht, warum das überhaupt so ist. Ich habe den Studierenden im Rahmen der Auftaktveranstaltung erläutert, mit welchen Genehmigungsverfahren wir das in unserer Beratungspraxis regelmäßig zu tun haben. Und dann haben wir uns mit Blick speziell auf das Hochwasserrückhaltebecken mit dem Planfeststellungsverfahren und den damit verbundenen rechtlichen Fragen befasst. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich auf die kommunikativen Herausforderungen, die sich mir jetzt in der Berufspraxis stellen, im Studium gut vorbereitet worden bin. Deswegen halte ich es für sehr sinnvoll. Bei der Präsentation standen wir eben vor einem Publikum aus Avataren. Und in der Virtual Reality war es schon was anderes, als wenn man vor Zoom vor seinem eigenen Schreibtisch sitzt und eben echte Menschen als Kacheln vor sich sieht, weil das Publikum in der Virtual Reality eben auch mit Rosen oder auch, wenn es ihr nicht gefallen hat, mit Tomaten geworfen hat. Und man war schon deutlich aufgeregter tatsächlich. Man muss auch dazu sagen, im Ingenieurstudium präsentiert man nicht viel. Die Lösung kann noch so gut sein, wie man möchte, aber wenn man das nicht richtig präsentieren kann, dann hat man auch umsonst gearbeitet. Wenn man die Brille aufsetzt, muss man schon mit dem Gedanken herangehen, dass es nicht ganz wie in der echten Welt ist. Es sieht natürlich schon aus auch wie ein Computerspiel. Aber wenn man einigermaßen darauf achtet, dass man eben seine Gestik ein bisschen anpasst und vielleicht akzeptiert, dass man die Mimik der anderen nicht sehen kann, denke ich, das technische Potenzial ist schon da. Aus der Projektarbeitung mitgenommen habe ich auf jeden Fall, dass eine Umsetzung eines Projekts gar nicht so simpel ist, wie es am Anfang erscheint. Eine hydrologische Lösung kann am Anfang sehr einfach aussehen, aber wenn man das dann umsetzen möchte, dass man dann erstmal merkt, im Dialog und auch im Austausch die Lösung erstmal finden sollte, bevor man schon eine fertige Lösung als Ingenieur entwickelt, die überhaupt gar nicht umsetzbar wäre. Interessant an der Sache war, was wir als Rückmeldung gehabt haben. Dass also alle, sowohl die Ingenieurinnen und Ingenieure als auch die Juristen gesagt haben, dieses gemeinsame Arbeiten an einem Fall, das haben sie unheimlich geschätzt. Und vor allen Dingen ist es noch ein Unterschied. Man kann in der Vorlesung erzählen, Kinders, das und das wird passieren in einem Bürgertermin.
Wenn die Leute sowas aber selber mal mitbekommen in VR, ist eine ganz andere Wahrnehmungssituation. Und das haben sie sehr, sehr stark geschätzt. Nicht nur die Studierenden, sondern auch wir Dozenten haben bei der Vorbereitung und Durchführung des Kurses total viel gelernt. Und wie geht's jetzt weiter? Erstens, wir wollen den Kurs im kommenden Jahr nochmal anbieten. Und zweitens, wir wollen uns das juristische Curriculum an der Bucerius Law School anschauen und überlegen, wo wir da das avatarbasierte Lernen gut integrieren können.